Bei diesem Film möchten wir Ihnen zeigen, wie man eine Leinölfarbe anrührt. Leinölfarben sind eigentlich ganz einfach herzustellen. Man braucht dazu ein geeignetes Gefäß, gerne eins, das sich anschließend gut verschließen lässt, die Leinölpaste, also das in Leinöl verriebene Pigment, und Leinölfirnis. Für die Bestimmung der benötigten Menge ist ein Stift und ein Stück Holz, zum Beispiel unser Rührstab, hilfreich. Als erstes füllt man die Leinölpaste in ein Gefäß. Verwenden Sie bei Leinölfarben immer in Öl verriebene Pigmente. Trockene Pigmente würden eine klumpige Farbe erzeugen und die Haltbarkeit der Farbe deutlich verkürzen. Das Öl würde sich nur um das Pigmentkorn legen und nicht bis in den Kern gelangen. Das erreicht man nur über Druck, also einem Reibevorgang. Leinölfarbe bestehen aus einer Hälfte Paste und einer Hälfte Leinölfirnis. Füllen Sie also ca. die Hälfte der benötigten Farbe als Paste in Ihr Gefäß. Brauche ich 1 Liter Farbe, sollte ich 1/2 Liter Paste in das Gefäß füllen. Wählen Sie deshalb ein Gefäß, in das 1 Liter Farbe gut hineinpasst. Klopfen Sie das Gefäß vorsichtig auf den Tisch. So erhalten Sie eine ebene Oberfläche und vermeiden Lufteinschlüsse. Um zu bestimmen, wie viel Leinöl für die Farbe benötigt wird, halten Sie den Rührstab senkrecht in die Farbpaste. Am Rührstab lässt sich die verwendete Menge der Paste ablesen. Verdoppeln Sie die Menge und markieren Sie diese mit einem Strich auf dem Stab. Fügen Sie nun den Leinölfirnis bis zur Markierung hinzu. Verrühren Sie dann die Leinölpaste mit dem Leinölfirnis. Das kann einige Minuten dauern. Da doch jedes Pigment unterschiedlich viel Leinöl benötigt, sollten Sie sich herantesten. Mit dieser hier gezeigten Methode können Sie aber nichts falsch machen. Wenn Sie sich Ihre Farbe selber anrühren, können Sie die Menge und deren Konsistenz selbst bestimmen. Ich persönlich streiche lieber etwas fetter, also ölhaltiger. Wenn die Farbe leicht vom Rührstab läuft, ist das für mich die passende Konsistenz. Allerdings ist das auch sehr abhängig von der Oberfläche, die Sie streichen wollen. Metall saugt beispielsweise sehr viel weniger als Holz und sollte deshalb magerer gestrichen werden, also mit weniger Öl. Bei einer Farbe für Metalloberfläche sollten Sie deshalb den Pastenanteil deutlich erhöhen. Da Sie die Oberfläche, die Sie streichen wollen, am besten beurteilen können, können Sie auch ganz individuell entscheiden, wie Sie sich Ihre Farbe anrühren. Wichtig ist, dass Sie die Farbe immer wieder gut umrühren. Die Pigmente setzen sich schnell ab. Schauen Sie, dass sich die Farbe für Sie gut verstreichen lässt. Sie sollten immer sehr, sehr dünn arbeiten. Dafür brauchen Sie eine Farbe, die sich gut verstreichen lässt. Nicht zu dick und nicht zu dünn.